Tauberbischofsheim im nördlichsten Zipfel Baden-Württembergs. Bis vor kurzem eine idyllische Stadt mit 6000 Einwohnern, 23 Wirtschaften und 84 Vereinen. Eine Stadt ohne Industrie, aber mit unzähligen kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. Der Jahresetat weist 2 Millionen aus. Mindestens ebenso hoch war die Verschuldung. Jahrelang war nichts gebaut worden in Tauberbischofsheim. Vor 2 Jahren aber erwachte die Stadt aus ihrem dornröschen Schlaf. Da wurden plötzlich Häuser gebaut, trotz der leeren Stadtkasse. Tel Aviv heißt dieses neue Wohnviertel im Volksmund, großzügig angelegt mit viel Luft und Sonne. Die Tauberbischofsheimer Gemeinderäte hatten die reiche Quelle Bundesmittel entdeckt. Da auch der Bund das Geld nicht umsonst hergibt, boten sie die Stadt als Garnison an. Da sind die Kasernen. Es gab Protestversammlungen. Der Bürgermeister wurde abgewählt. Vorgänge bei den Beratungen, ob Garnison oder nicht, sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Der jetzige Bürgermeister Grosch meint... Es waren zahlreiche Momente und Argumente gegen und für ins Feld geführt worden. Gegen, vor allen Dingen, weil man die Schnauze gerade noch voll hatte von allem Militärischen. Und weil kostbares Land der Bauern geopfert werden musste für ein solches Projekt. Dafür aber vor allem, weil man aus dieser wirtschaftlichen Notlage herauskommen wollte. Die Verfechter des wirtschaftlichen Aufschwungs siegten. Wie viel Geld Tauberbischofsheim wirklich vom Verteidigungsministerium bekommen hat, das wollte der Bürgermeister nicht sagen. Er konnte in den letzten 2 Jahren ein neues Gymnasium bauen. Das alte war über 100 Jahre alt. Der Bau der Umgehungsstraße wurde um 7 Jahre vorgezogen. Die Stadt modernisierte Kanalisation und Wasserversorgung. Bisher durften die Hausfrauen nur abgekochtes Wasser verwenden. Das Freibad wird erweitert, ein neuer Sportplatz entsteht. Es sah zuerst so aus, als ob die Leidtragenden dieses Aufschwungs die Bauern sein würden. Sie mussten Land hergeben. Erst als die Stadt 60 Pfennig, das war bisher der Wert, vom Bund das 6-fache, nämlich 3,60 Mark pro Quadratmeter bekamen, rebellierten sie nicht mehr. Ich bin geborener Büchermer und war so ein kleiner Kuhbauer, war eingeengt im Ort und konnte mich nicht ausbreiten. Und dann kam das Idee von der Kaserne in Büchermer. Man war erst ich Arsch, der Gehe. Und dann hat man sich doch überzeugen lassen, dazu, wo ein sehr guter Preis für den Boden bezahlt worden ist. Dann habe ich aufgehört, habe einen anderen Beruf ergriffen und habe mein Geld gut angelegt. Andere Tauberbischofsheimer beschafften sich zunächst mal Geld, um auch Nutzen aus der Garnison ziehen zu können. Bis vor einigen Monaten hat Bäckermeister Erbacher in diesem finsteren Loch Brot gebacken. Heute hat er eine moderne Großbäckerei. Die Kosten, so sagt er uns, über 200.000 Mark. Er liefert jetzt Backwaren für die Garnison. Wir haben natürlich hier einen ganz erheblichen Betrag investiert, aber wir sind nicht bange darum, in mehreren Jahren, dass sich die Sache lohnt. Wir haben beste Aussichten dafür. So wie es bis jetzt angelaufen ist, kommen wir gut hin. Ob die Hausfrauen von Tauberbischofsheim auch so gut hinkommen, ist eine andere Frage. Die Mieten werden teurer hier, dann die Preise für die Landesprodukte wie Eier, Geflügel, Obst, Gemüse werden selbstverständlich ansteigen, denn die Nachfrage wird groß sein. Außerdem kriegen wir hier keine Handwerker mehr und müssen unser Wasserhahn selbst reparieren durch den Kasernenbau. Auch moralische Probleme gibt es plötzlich im streng katholischen Tauberbischofsheim. Es sind im Augenblick so viele Baustellen hier. Wir haben so viele junge Arbeiter, junge Männer. Die Garnison kommt hinzu mit jungen Soldaten, die vielleicht lebenshungrig sind. All das zusammengenommen ist eine gewisse Gefahr, in die Jugend hineinschlittern könnte. Wir haben deswegen die Eltern aufgerufen, sie möchten streng, besonders ihre Mädchen, beaufsichtigen. Es gibt auch heute noch junge Herzen. Das Nachtleben, zwar noch bescheiden, beginnt zu florieren. Auf manche der Damen, die sich bereits eingestellt haben, würden die alten Tauberbischofsheimer lieber verzichten. Im Tanzcafé Tauberperle haben wir einige junge Einheimische nach ihrer Meinung zur Garnison gefragt. Es gibt auch viel Abwechslung jetzt.
durch die Organisationsstadt. Vielleicht kommen auch mehr Kinos und Unterhaltungen hierher. Es ist auch ganz schön und wir können uns auch mehr vergnügen. Ich bin gebürtiger Taler Bischofsheimer und arbeite auswärts in der Schuhindustrie, wie viele Schulkameraden und Freunde, weil sie hier auf ihrem Beruf keine Arbeit finden, auch auswärts schaffen, der Stuttgarter Gegend und so weiter. Und deshalb finde ich besser, wenn man hierher statt der Bundeswehr Industrie herbekommen hätte. Ich habe bei der Garnison in Taubischersheim eine Beschäftigung gefunden und bin sehr froh, dass damit neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Nicht alle Bürger sind froh, dass Tauberbischofsheim, es steht als Beispiel für viele Kleinstädte unseres Landes, nun Garnisonstadt geworden ist. Grob gesagt, wer daran verdient, ist zufrieden, wer mehr bezahlen muss als früher, schimpft. Mit dem alten, ruhigen Tauberbischofsheim ist es vorbei. Im Laufe der nächsten Jahre wird die Stadt durch die Garnison von 6.000 auf vielleicht 10.000 Einwohner anwachsen. Die Probleme des Zusammenlebens zwischen den alten und den neuen Bürgern werden erst noch kommen.